Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Kennt ihr diesen Mann hier auf dem Buchcover, der so ein bisschen verkniffen guckt? Das ist Huldrych Zwingli. Und ich musste in den letzten Tagen öfter an Huldrych Zwingli denken, weil der am Anfang seiner Reformation in Zürich der Meinung war, auf Gemeindegesang oder überhaupt auf Musik im Gottesdienst, auch Chorgesang, verzichten zu können. Er war der Meinung, Musik, Gesang, das lenkt nur ab von dem, worum es im Gottesdienst eigentlich geht, nämlich die Predigt, das Wort Gottes, das, was Gott zu sagen hat. Und die Gemeinde sollte sich ganz auf das Wort konzentrieren. Ich habe so ein bisschen im Spaß in den letzten Tagen manchmal gedacht, für Huldrych Zwingli würde jetzt ein Traum wahr werden. Denn ihr habt das vielleicht gelesen, wir dürfen Gottesdienst feiern am Sonntag. Aber wir sind gebeten, dringend gebeten, auf Gemeindegesang zu verzichten. Nicht auf Musik. Es wird Musik geben in unseren Gottesdiensten, schöne Musik. Aber wir singen eher still mit in unseren Herzen, innerlich. Ich möchte euch einladen zu unseren Gottesdiensten am Wochenende. Witzigerweise ist das Thema unserer Gottesdienste das Singen. Singen für Gott. Am Sonntag ist Kantate. Und Kantate heißt singt. Und wir werden in unseren Gottesdiensten der Frage nachgehen, was das Singen für Gott eigentlich ausmacht, was dabei eigentlich wichtig ist und was wir vielleicht oft wichtiger nehmen, als es eigentlich ist. Es werden auch ohne Gemeindegesang schöne Gottesdienste, aufrichtende, ermutigende Gottesdienste, die euch Kraft und Mut geben für die neue Woche. Und ich lade euch herzlich ein. Wir werden unter Einschränkungen feiern. Es sollen nicht mehr als 30 Leute im Raum sein. Ich glaube, das schaffen wir. Und wir werden uns natürlich an die geltenden Abstands- und Hygieneregeln halten, weil wir wollen ja Menschen schützen und wir wollen niemanden unnötig irgendeiner Gefahr aussetzen. Ihr seid eingeladen zu unseren Gottesdiensten, wo es um das Singen für Gott geht, ohne Gemeindegesang, aber schöne Gottesdienste auch mit schöner Musik. Am Sonntag, 9.30 Uhr in Springstille. Und um 11 Uhr in Bernbach. Und ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, mit euch Gottesdienst zu feiern und euch in die Augen zu sehen. Die Predigt ist fertig und wartet auf euch. Bis dann, ihr Lieben, seid gesegnet, seid behütet, passt gut auf euch auf und passt aufeinander auf.